ich eigentlich mit Moos abdecken. Spitzzange. Ich habe ein Spitzzange so, dass das Tröte nicht krumm sind. Und dann kann man sie eben auch reinstecken. Weil wenn sie so durch den Rumm würgen, die müssen einfach sättig gerade bleiben. Das ist wichtig. Und dass ich habe jetzt dort ein Glasgefäß gewählt, das ich wieder reinnehme. Aber da könnte man eigentlich ein X-Gefäß nehmen, das man gerade hat. Weil eigentlich sieht man sie ja dann nicht mehr. Und eben, ich finde es immer cool, wenn man Sachen wieder nachnehmen kann. Trauringe gesehen. Dann wird über so ein bisschen rein, etwa ein Zentimeter. Ein Zentimeter, nicht mehr würde ich. Weil, wenn man es zu weit rein tut, der Draht, wenn die davon runterbrennen, dann steht ab dem Punkt, wo sie von unten ein Loch hat, läuft, kann sie auslaufen. Und der Draht wird heiß. Und das ist auch gefährlich, oder? Dann tue ich das rein und dann kannst du es drehen. Macht, dass man das so rein tun kann. Dass man hier ein bisschen abnimmt. Und dann kann man das einfach. Dann muss man nicht einmal schauen, in welche Richtung. Dann kann man das einfach ganz natürlich reinstecken. Schauen, dass, wenn eine Kerze ist, dass man nicht allzu weit raufkommt mit dem Grün. Weil das ist sonst zu gefährlich, oder? Dass man einfach so ein bisschen tief bleibt. Und die lege ich jetzt hier nur drin, weil das kann ja eigentlich nicht rausfallen. Und dann kann man eigentlich einfach Sachen nehmen. Man sonst schon mal. Ich tue das nicht einmal andraht. Ich finde, weil es ja so schön, wenn es nicht höher ist, wenn die Zäpfel genug hoch sind, dann bleibt das schön drin. Dann muss man das gar nicht andrahten. Thank you.